Weg der Verdammnis von Evelyn Fredrickson. Ich fange an, dieser fortwährenden Belästigung überdrüssig zu werden. Ich befand mich gerade inmitten von wichtigen Studien hochempfindlicher Magie, deren Planung Wochen sorgfältiger Vorbereitungen und Rituale in Anspruch genommen hat. Seine Ankläger hatten Kel'Thuzad stundenlang warten lassen, bevor es ihm freundlicherweise genehmigt wurde, ihnen gegenübertreten zu dürfen. Diese Beleidigung erzürnte ihn bis aufs Äußerste. Bei den Sprechern der Gruppe handelte es sich anscheinend um Drandon und Modera, die schon immer zwei seiner lautstärksten Kritiker gewesen waren. Dennoch hätten sie es niemals gewagt, die neueste Inquisition ohne das Einverständnis von Antonidas durchzuführen. Dieser war allerdings nirgendwo zu erblicken. Was hatte der alte Mann davor? Das ist das erste Mal, dass ich eure Art der Magie als empfindlich bezeichnet gehört habe, schnaubte Drandon. Die unwissende Meinung eines ungebildeten Mannes, erwiderte Kel'Thuzad mit kalter Präzision. Plötzlich sprach eine Stimme aus weiter Ferne zu ihm, die Stimme eines Freundes. Ihr Klang war ihm mittlerweile so vertraut, dass sie das Echo seiner eigenen Gedanken zu sein schien. Sie fürchteten und beneiden dich. Schließlich schließt sich dir dank deiner neuen Studien immer größeres Wissen auf und somit immer größere Macht. Dann zuckte ein gleißender Lichtblitz auf und ein finster, dreinblickender Erzmagier erschien in der Halle. Er hatte eine kleine hölzerne Truhe unter seinem Arm geklemmt. Ich hätte es nicht glauben können, hätte ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen. Ihr habt unsere Geduld zum letzten Male missbraucht, Kel'Thuzad. Der ehrwürdige Antonidas erweist uns also endlich die Gunst seiner Anwesenheit. Ich glaubte schon, ihr wäret vielleicht erkrankt. Ihr fürchtet das Alter, nicht wahr? Und dennoch müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass es unausweichlich ist. Soll er dies nur weiterhin glauben, wenn es ihn des Nachts besser schlafen lässt? Antonidas schien sich etwas zu beruhigen und sagte, ihr hättet euch keine Sorgen hinsichtlich meiner Gesundheit machen müssen. Ich war lediglich andernorts beschäftigt. Damit meine Kammern nach Beweisen verbotener Magie zu durchsuchen? Ihr hättet es besser wissen sollen. Es ist wohl wahr, dass eure Kammern keinerlei solcher Beweise enthielten. Eure Lagerhäuser in den Nordlanden andererseits. Antonidas warf ihm einen angewiderten Blick zu. Verdammt sollte er sein für seine selbstgerechte Herumschnüffelei. Ihr hattet keinerlei Recht, Antonidas ließ ihn verstummen, indem er mit seinem Stab auf den Boden pochte und wandte sich den anderen Magiern zu. Er hat diese Lagerhäuser in Laboratorien für eine Reihe von abscheulichen Experimenten verwandelt. Seht selbst, werte Kollegen, seht die Früchte seiner Arbeit. Er öffnete die Truhe und hielt sie so, dass alle ihren Inhalt sehen konnten. Die verwesenden Überreste einiger Ratten befanden sich darin. Zwei bewegten sich noch mühselig, unbeholfen, hoffnungslose Fluchtversuche unternehmend, an den Seiten der Truhe entlang. Einige der anwesenden Magier sprangen auf die Füße und eine allgemeine Bestürzung machte sich breit. Selbst der goldhaarige Hochelf, der bisher still im Hintergrund gesessen hatte, schien erschrocken. Und das, obgleich Prinz Kel'Thas ein Mann war, dessen hohes Alter eine solche Regung fast unmöglich erscheinen ließ. Kel'Thuzad wandte sich den gefangenen Ratten zu und sah, dass sie zusammengebrochen waren und sich nicht mehr rührten. Ein erneuter Fehlschlag, wie es schien. Egal. Eines Tages würde er ein beständiges, untotes Exemplar erschaffen, das seine harte Arbeit rechtfertigen würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Der Zauber, der dich verstummen lässt, enthält lose Fäden. Soll ich dir zeigen, wie du ihn auflösen kannst? Die Zeit und sein unbekannter Verbündeter, dessen geheimnisvolle Stimme ihm hin und wieder weitergeholfen hatte, ließen ihn Schritt für Schritt seinem Ziel näher rücken. Zeig es mir, dachte er. Eine junge Frau erschien,
begleitet von einem weiteren Lichtblitz. Als sie sich an Antonidas Seite begab, folgte der Blick des Hochelfen ihr mit bewegter, nachdenklicher Intensität. Aber Jaina Prachtmeer schenkte ihm keine Beachtung. Sie war völlig auf ihre Aufgabe konzentriert. Der gut aussehende Prinz hatte nicht den Hauch einer Chance. Ihre klaren, blauen Augen warfen Kel'Thuzad einen neugierigen Blick zu, als sie die Truhe begutachtete. »Mein Lehrling wird dafür sorgen, dass die Truhe und ihr Inhalt verbrannt werden«, erklärte Antonidas. Die Frau neigte ihren Kopf leicht und teleportierte sich aus dem Raum heraus, während der Hochelf dem leeren Platz, an dem sie noch vor kurzem gestanden hatte, einen verbitterten Blick zuwarf. Unter anderen Umständen hätte Kel'Thuzad das lautlose Drama vermutlich amüsant gefunden. Doch Antonidas konnte nun seine Tirade wieder unangefochten fortsetzen. Stumm und vor Wut kochend versuchte Kel'Thuzad den Zauber abzustreifen, der ihn zum Schweigen verdammte. »Wir haben diesen Zuständen lang genug tatenlos zugesehen. Dann und wann haben wir ihm für seine fragwürdigen Bestrebungen eine Lehre erteilt. Wir haben versucht, ihn zu leiten. Und jetzt müssen wir feststellen, dass er die ganze Zeit hinter unserem Rücken schwarze Magie praktiziert hat. Die hiesigen Dorfbewohner fangen an, den Namen der Kirin Tor zu verfluchen.« »Lügen!« schrie Kel'Thuzad heraus und hatte sofort einige der versammelten Magier wieder auf seiner Seite. Sie hofften begierig auf eine Erklärung. »Die Bauern erinnern sich so gut wie wir an den Zweiten Krieg. Wie sehr ihr die Orks auch verabscheuen mögt, ihr könnt nicht leugnen, dass ihre Hexenmeister über große Macht verfügten. Eine Macht, der wir nur ein wenig entgegenzusetzen hatten. Es ist unsere Pflicht, diese Form der Magie zu erlernen und zu verstehen, damit wir sie bekämpfen können. Um eine Armee untoter Ratten zu erschaffen, deren unnatürliche Existenz gerade einmal Stunden währt?« fragte Antonidas in einem trockenen Tonfall. »Ja, mein Junge, ich habe auch eure Tagebücher gefunden. Ihr habt eure abscheulichen Experimente äußerst detailliert aufgezeichnet. Glaubt ihr etwa ernsthaft, diese armseligen Kreaturen könnten etwas gegen die Orks ausrichten? Gesetzt den Fall natürlich, dass sie überhaupt jemals wieder eine Bedrohung darstellen könnten, sollten sie ihre momentane Lethargie abstreifen und aus den Gefangenenlagern entkommen. Bloß weil ich jünger bin als ihr, macht mich das noch lange nicht zum Kinde«, erwiderte Kel'Thuzad. »Die Ratten sind lediglich der Maßstab, an dem ich meine Fortschritte messe. Eine völlig normale Experimentiertechnik.« Antonidas seufzte. »Es ist mir bewusst, dass ihr dieser Tage den Großteil eurer Zeit im Norden verbringt. Eure immer länger währenden Abwesenheiten waren es schließlich, die überhaupt erst meine Aufmerksamkeit erregten. Aber selbst euch kann es nicht entgangen sein, dass die neue Besteuerung des Königs zu Unruhen unter den Bürgern geführt hat. Eure selbstsüchtige Gier nach Macht könnte zu einem Aufstand führen. Ganz Lordaeron könnte von einem Bürgerkrieg verschlungen werden.« Er hatte nichts von der Besteuerung gewusst. Antonidas übertrieb vermutlich maßlos. Davon abgesehen sollten wahre Magier sich wichtigeren Dingen widmen. »Ich werde in Zukunft diskreter vorgehen«, bot er zähneknirschend an. »Selbst die größte Diskretion könnte ein Geheimnis dieser Größenordnung nicht verbergen«, sagte Dendron. Modera fügte hinzu, »ihr solltet selbst am besten wissen, dass wir schon immer die empfindliche Balance wahren mussten, das Volk zu beschützen, ohne dabei selbst zu einer Gefahr zu werden. Wir können es nicht riskieren, unsere Menschlichkeit zu opfern. Weder dürfen wir diesen Anschein geben, noch dürfen wir zulassen, dass dies tatsächlich geschehen könnte. Eure Methoden werden uns noch alle als Ketzer brandmarken.« Das war zu viel. »Wir werden schon seit Jahrhunderten als Ketzer gebrandmarkt. Die Kirche war noch nie mit unseren Methoden einverstanden, aber all dem zum Trotz gibt es uns immer noch.« Sie nickte. »Weil wir uns von der schwarzen Magie fernhalten, die nur zu Korruption und Chaos führt. Weil sie uns brauchen. Das reicht.« Antonidas klang des Streites überdrüssig. Zu Modera und Renton sagte er, wenn Worte allein ihn noch erreichen könnten,
hätten sie dies schon lang zuvor getan. »Ich habe eure Worte gehört«, sagte Kaltusat verbittert. »Gütige Götter, ich habe sie mir so lange anhören müssen, bis mir schlecht von ihnen wurde. Ihr seid es doch, die sich weigern, die meinen zu hören. Legt eure veralteten Ängste ab und...« »Ihr scheint den Grund unserer Anwesenheit hier misszuverstehen«, unterbrach ihn Antonidas. »Wir sind nicht hier, um mit euch zu diskutieren. All eure Besitztümer werden genau jetzt sorgfältig durchsucht. Und sämtliche Gegenstände, die von schwarzer Magie beschmutzt sind, werden konfisziert und zerstört werden.« Sein namenloser Verbündeter hatte ihn davor gewarnt, dass dieser Fall eintreten könnte. Aber Kaltusat hatte es nicht wahrhaben wollen. Er fühlte eine seltsame Erleichterung darüber, wie sich die Dinge gewendet hatten. Das Bedürfnis nach Geheimhaltung hatte ihm Beschränkungen auferlegt, seine Fortschritte verlangsamt. »Aufgrund der Beweislage«, sagte Antonidas mit schwerer Stimme, »hat König Terenas unserem Urteil zugestimmt. Solltet ihr euch nicht augenblicklich von diesem Wahnsinn abwenden, werden euch euer Rang und eure Besitztümer abgesprochen, und ihr werdet nicht nur aus Dalaran, nein, aus ganz Lordaeron verbannt werden.« Kaltusat verbeugte sich und verließ die Halle. Seine Gedanken rasten. Zweifellos würden die Kirin-Tor versuchen, diese sogenannte Schande geheim zu halten, da sie die möglichen Auswirkungen fürchteten, sollten seine Experimente an die Öffentlichkeit dringen. Dieses eine Mal würde ihm ihre Feigheit zu seinem Vorteil gereichen. Seine Reichtümer würden niemals an den König übergehen. Seite 1. Somit durch. Kaltusat. Sehr ambitioniert. Sehr ambitionierter Magier. Nur leider mit den falschen Ambitionen. Leider mit den falschen Zielen. Also auch da unter dem Deckmantel der Kirin-Tor schon versucht, im Geheimen, weit, weit im Norden, ja, hat er schon mit seiner Nekromantie rumhantiert und hat auch schon so eine gewisse Stimme im Kopf, die, wie es hier sehr schön beschrieben wurde, fast schon eins mit seinen Gedanken geworden ist. Richtig nice Nummer auf jeden Fall. Ich muss gerade mal schauen, nicht, dass ich euch wieder eiskalt vergesse. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Prikoi, Lochstanzer. Dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Und auch Dankeschön an alle fleißigen Follows. Während wir Lesestreams machen, sind die Alerts aus. Ich sehe euch aber trotzdem. Dankeschön, Dankeschön. Tadrins, Sproggles, Hallöchen. Nicht böse sein, aber ich gebe mir die Geschichte von Craft nun als gute Nachtgeschichte. Da ist keiner böse. Das machen sehr viele und das freut mich tatsächlich auch. Muss mal 1 bis 2 Stunden pennen, Arbeit war hardcore heute, dann gute Nacht und hoffentlich keine toten Rattenträume und so. Spring mal wegen AFK, das ist ein guter Hinweis. Ja, also auch diese Story, oh, ein bisschen voller geworden hier sogar wieder. Diese Story, sehr schön geschrieben und ich muss es sagen, Freunde, endlich können wir es mal wieder sagen, keine Fehler bisher gesehen. Oh, ist das toll, oder? Wenn man meckert, muss man ja umgekehrt auch mal loben. Ich finde Kay klasse, also ist schon durchaus nice, wie er sich gegen diese stumpfe Autorität in dieser Form stellt. Hatten wir ja auch in der Beta, je nach Zone, die ein oder andere Situation, oder das heißt in der Beta, kennen wir aus verschiedensten Zonen und auch aus der Geschichte an sich, ja, dass sich jemand gegen diese sture Obrigkeit stellt. Und ja, in einem gewissen Rahmen mag er vielleicht recht haben, aber so hat zum Beispiel auch unsere Erzmagierin Modera natürlich nicht unrecht, die mittlerweile weiß, wo das auch hinführen kann und wie schnell das geht, dass man da übertreibt. Und unser Kaltusat ist ja auch jetzt schon niemand, das konnte man, denke ich, ganz gut rauskristallisieren, der diese Experimente macht, um wirklich gegen die mögliche Ork-Bedrohung, die momentan ja nicht existent ist, vorzurücken. Und er macht das auch nicht aus Nächstenliebe, sondern er will selber aufsteigen, will diese Macht für sich nutzen und agiert ja unter diesem entsprechenden Deckmantel. Ne? Und das, fand ich, wurde hier sehr gut in diesem Dialog, der mir in der vorherigen Story ja gefehlt hat, jetzt haben wir ja einen, sehr, sehr schön rausgearbeitet. Und er ist auf jeden Fall ein markanter Charakter. Absolut. Unser lieber Sternenrufer Laulonion hat eine Gruppe offen. Wer also noch joinen und sich dazu gesellen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun, wenn er denn möchte. So, ich mache mal auch noch einen Screenshot hier gerade. Oder schreit das Pad in dem Moment?
Ganz frech und wüst warten wir mal gerade noch, bis es fertig wirbelt. Jawollo. So. Panda DH. Die Schrecken von Nordend. Der Panda DH. Okay. Okay, nochmal Hüpferchen in Ehren und dann kommen wir zu Seite 2. Denn jetzt ist es natürlich sehr, sehr interessant und man darf sehr gespannt sein, zu sehen, wie es jetzt weitergeht. Na, wenn Kel'Thuzad als höchstwahrscheinlich Verbannter durch die Wege zieht, seine Experimente sicherlich weitermachen will und da ja auch immer noch diese seltsame Stimme im Kopf ist. Kurz noch was trinken und dann geht es auch schon weiter mit unserer zweiten Seite. Tatsächlich Seite 2 von 3, allerdings habe ich bei den Stories, wie gesagt, das Gefühl, dass sie ein bisschen weitläufiger sind pro Seite, als wir das bei den vorherigen hatten. Aber ist ja an sich auch egal. Toll, oder? Random Fakten. Beste Leben. Lest nochmal Seite 1 für mich vor. Wir springen so in allen Abschnitten jetzt immer mal hin und her, dass am Ende keiner mehr weiß, wo wir eigentlich sind. Lul. Okay. Geht weiter. Ein Rudel Wölfe verfolgte Kel'Thuzad schon seit Meilen, gerade außerhalb der Reichweite seiner Zauber, bis sie endlich von ihm abließen. Als er über seine Schulter schaute, konnte er sehen, wie sie die Zähne fletschten und mit angelegten Ohren davonrannten. Glücklicherweise hatten die arktischen Winde mittlerweile auch nachgelassen. In der Entfernung konnte er den Gipfel ausmachen. Eine kahle Bergspitze, deren Anblick ihn mit einem großen Triumphgefühl und Vorfreude erfüllte. Der Gipfel von Eiskrone. Nur wenige Entdecker hatten sich diesen Gletscher emporgewagt und nur wenige von diesen hatten wiederum überlebt, um von ihren Entdeckungen berichten zu können. Aber er, Kel'Thuzad, würde die eisigen Höhen erklimmen und von seinem Gipfel auf den Rest der Welt herabschauen. Unglücklicherweise existierten so gut wie keine Karten des frostigen Kontinents Nordend und selbst die, die er gefunden hatte, waren äußerst inadäquat. Ähnlich verhielt es sich mit den Vorräten, die er mitgebracht hatte. Da er weder um seinen genauen Zielort wusste, noch den Weg dorthin kannte, war seine Teleportationsmagie nutzlos und er stapfte unbeirrt weiter. Er wusste schon nicht mehr, wie lang er unterwegs war. Und trotz seines Fellmantels zitterte er bitterlich. Seine Beine fühlten sich wie Steinsäulen an, starr und unbeholfen, und sein Körper würde schon bald ermüden. Wenn er nicht bald einen Unterschlupf finden würde, wäre sein Tod unausweichlich. Da erspähte er einen Lichtfunken, der von einem steinernen Obelisken ausging, in den allerlei magische Symbole hineingeritzt waren. Hinter dem Obelisken konnte er eine Zitadelle ausmachen. Endlich hatte er sein Ziel erreicht. Er rannte an dem Obelisken vorbei und passierte eine Brücke, die aus purer Energie zu bestehen schien. Die Tore der Zitadelle schwangen auf, als er sich ihnen näherte, aber er hielt inne. Der Eingang wurde von zwei grotesken Kreaturen bewacht, deren Unterkörper dem von riesigen Spinnen glich. Sechs schmale Beine stützten das Gewicht der Kreaturen und ihre anderen beiden Gliedmaßen entsprangen Armen gleich einem menschenähnlichen Torso. Er war allerdings weit mehr vom Zustand der Kreaturen fasziniert als von ihnen selbst. Ihre Körper waren von offenen Wunden übersät, die schlimmsten davon notdürftig bandagiert, und die Arme der einen Wache waren unnatürlich abgewinkelt. Der anderen Wache lief ein Sekret aus dem mit Fangzähnen besetzten Maul, sie machte aber keinerlei Bemühungen, es fortzuwischen. Trotz des üblichen Gestanks des Untodes zeigten die Wachen keinerlei Anzeichen von Verwirrtheit, ganz im Gegensatz zu Kel'Thuzads Ratten. Die spinnenähnlichen Kreaturen mussten außerdem weiterhin über einen Großteil ihrer ursprünglichen Stärke und Koordinationsfähigkeit verfügen, ansonsten würden sie keine guten Wachen sein können. Ihr Erschaffer war eindeutig ein hochbegabter Nekromant. Zu seiner Überraschung traten sie zur Seite, um ihn passieren zu lassen. Sein Glück nicht in Frage stellen wollen, trat er erwartungsvoll in die Zitadelle ein, in der es deutlich wärmer war. In dem vor ihm liegenden Gang stand eine arg mitgenommen aussehende Statue eines der Spinnenwesen.
Die Zitadelle als solches schien vor nicht allzu langer Zeit erbaut worden zu sein, aber die Statue selbst war recht alt. Jetzt, wo er darüber nachdachte, fiel ihm wieder ein, dass er in den Ruinen auf seinem Weg nach Norden ähnliche Statuen gesehen hatte. Die Kälte musste seine Sinne abgestumpft haben. Er nahm an, dass der Nekromant ein Königreich dieser Spinnenwesen erobert, sie in untote Sklaven verwandelt und ihre Reichtümer als Kriegsbeute an sich gerissen hatte. Er jubelte innerlich auf. Hier würde er sicherlich mächtiges Wissen erlangen können. Dann sah er am Ende der Halle eine gigantische Kreatur näher kommen. Eine groteske Mischung aus einer Spinne und einem Käfer. Sie wankte mit bedächtiger Geschwindigkeit auf ihn zu und er konnte sehen, dass ihr mächtiger Körper von noch mehr Wunden und Bandagen übersät war als die der Wachen. Die Kreatur war untot. Genau wie die Wachen. Allerdings verängstigte ihn ihre schiere Masse mehr, als dass sie ihn imponierte. Er zweifelte daran, dass er überhaupt über ausreichend Fähigkeiten verfügte, ein solches Monster besiegen zu können. Davon, dass es von den Toten beschworen wurde, ganz zu schweigen. Die Kreatur begrüßte ihn in einer tiefen Bassstimme, die in ihrem schwerfälligen Körper wiederzuhallen schien. Obgleich sie perfekt verständliche Gemeinsprache sprach, jagte ihm der Klang ihrer Stimme einen Schauer über den Rücken. Seltsame, surrende und klickende Geräusche schwangen in ihrer Stimme mit. Der Meister erwartet euch, Erzmagier. Ich bin Anu Barak. Die Kreatur hatte sowohl die benötigte Intelligenz als auch die motorischen Fähigkeiten, um kommunizieren zu können. Verblüffend. Ja, ich möchte sein Lehrling werden. Die riesige Kreatur sah schweigend auf ihn herab. Möglicherweise dachte sie darüber nach, wie er wohl schmecken würde. Er räusperte sich nervös. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Alles zu seiner Zeit, brummte Anu Barak. Bisher habt ihr euer Leben dem Streben nach Wissen gewidmet. Ein bewundernswertes Ziel. Aber euer Leben als Magier kann euch nicht ausreichend darauf vorbereitet haben, dem Meister zu dienen. Was konnte der Grund für diese Rede sein? Sah der Majordomus Kel'Thuzad etwa als einen Rivalen an? Dieses Missverständnis musste er schnellstmöglich aufklären. Als ein ehemaliges Mitglied der Kirin-Tor verfüge ich über mehr Magie, als ihr euch auch nur vorstellen könnt. Ich bin mehr als bereit, jeden Auftrag zu erfüllen, den der Meister mir auferlegt. Wir werden sehen. Anu Barak führte ihn durch ein Gewirr von Tunneln, denen sie in die Tiefe der Erde folgten. Dann traten Kel'Thuzad und sein Führer in einen riesigen Pyramidenbau ein, dessen Name Naxxramas war, wie Anu Barak ihm erklärte. Nach seiner Architektur zu urteilen, war er ein weiteres Produkt der Spinnenwesen. Die erste Kammer, die Anu Barak ihm zeigte, war von Untoten bevölkert, die sein Interesse schon nicht mehr zu wecken vermochten. Außerdem huschten auch einige normale Spinnen, die eifrig damit beschäftigt waren, Spinnweben zu weben und Eier zu legen, zwischen den Untoten umher. Kel'Thuzad verbarg seinen Ekel. Er wollte dem enormen Majordomus diese Befriedigung nicht gönnen. Er zeigte auf eines der untoten Spinnenwesen und sagte, »Ihr seht ihnen ähnlich. Stammt ihr alle vom gleichen Volk ab?« »Von dem Volk der Neruba, ja. Dann kam der Meister. Als sein Einfluss wuchs, führten wir Krieg gegen ihn. Wir waren dumm genug anzunehmen, dass wir ihn besiegen könnten. Viele von uns fielen. In diesem Krieg und wurden als untote Sklaven wiedererweckt. Zu meinen Lebzeiten war ich König. Jetzt bin ich ein Gruftlord. Also habt ihr euch als Gegenleistung für Unsterblichkeit damit einverstanden erklärt, ihm zu dienen? Dachte Kel'Thuzad laut nach. Wahrhaft beeindruckend. Einverständnis setzt voraus, eine Wahl zu haben.
Dies bedeutete, dass der Nekromant den Untoten seinen Willen aufzwingen konnte. Ketusat könnte das erst lebende Geschöpf sein, das freiwillig hierher gekommen war. Etwas beunruhigt wechselte er das Thema. Dieser Ort ist von Wesen eurer Rasse bevölkert. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier herrscht? Nach meinem Tod führte ich meine Brüder an, um diesen Pyramidenbau für unseren neuen Meister zu erobern. Ich habe außerdem die Arbeiten überwacht, die nötig waren, um ihn seinen Bedürfnissen anzupassen. Allerdings herrsche ich nicht über Naxxramas. Und er wird auch nicht nur von meinem Volk bewohnt. Dieser Flügel ist nur einer von vieren. Dann führt mich weiter umher, Gruftlord. Zeigt mir den Rest. Seite 2. Ende. Anubarak. Anubarak habe ich auch in Heroes of the Storm sehr, sehr gern gespielt. Den guten. Und da knüpfen wir ja gerade auch an sehr, ja, ich sag mal, natürlich altbekannte, aber auch für uns jüngst bekannte Charaktere wieder an, mit denen wir ja auch ganz, ganz viel erlebt haben im Rahmen unserer Warcraft 3 Reforged Streams. Und ich fand es super beschrieben, wie Ketusat ankommt und eigentlich der selbstsicherste Kollege überhaupt ist, wie er ja auch am Anfang vorgestellt wurde, und betritt quasi die Zitadelle, ist noch ganz fasziniert und dann kommt so ein riesiger Anubarak angestapft und überall ist alles untot und räudig und sotschend und Spinnen und Eier und ja, langsam kommen ihm so die ersten Zweifel. Naja, er ist irgendwie der erst noch Lebendige, wenn man so sagen möchte, der jetzt seine Füße in die Zitadelle und in Naxxramas und Co. gesetzt hat. Und ich bin mir fast sicher, dass ihm im Hinterkopf so ganz leicht etwas Übles doch schwant. Aber wir haben ja auch am Anfang gehört, dass die Stimme, die ihn so ein bisschen leitet, dass die ja schon mit seinen Gedanken nahezu eins geworden ist. Und die wird natürlich solche Zweifel nicht zulassen, wenn sie in ihm dieses Potenzial sieht, was er ja ganz offensichtlich mitgebracht hat. Für das, was wir jetzt gleich auf der dritten und letzten Seite hören werden. Shinra Tensei, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Wie ich halt jetzt erst merke, dass der untot ist, dieser hässliche Käferfuzzi. Gnolde, siehste, schon was gelernt hier in den Lesestreams. Einwandfrei. Die waren im Arachnidenviertel vermutlich, ja. Würde ich auch von ausgehen. Also da sind die Spinnen oder auch die Spinnenwesen und was wir nicht alles in unterschiedlichem, mehrbeinigem Ausmaß jetzt hatten, denke ich, sehr, sehr klare Indizien. Aber auch cool gemacht, dass er ihn jetzt so ein bisschen rumführt, ja, dass sie auch genau wissen, die Geißeliten, wie sie wirken, ja, und natürlich dann auch erstmal versuchen, diesen allmächtigen Egomanen-Magier, ja, sofort mit reiner Präsenz einzuschüchtern. Darauf verstehen die sich auf jeden Fall. Finde ich schon klasse. Finde ich wirklich klasse. Ich habe nun einen wirklich guten Grund, wieder anzufangen mit WoW. Habe ein Mädel über eine Dating-App kennengelernt und sie ist mir mega sympathisch. Sie spielt WoW, also Abo ist reaktiviert. Ja, man sucht hier und da auch individuell nach anderen Gründen, ja. Ich glaube, das ist der seltenste bei vielen. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, tu, was dir Spaß macht. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Anubarak hätte mehr Storytime in WoW verdient, ja, wobei ich da sagen muss, gehabt. Also nochmal müssen wir ihn, glaube ich, nicht wiederbringen. Gut, vielleicht als Spinnenseele in Shadowlands oder so, aber ich glaube, Anub ist auch am besten geholfen, wenn wir ihn liegen lassen. Der Arme, was er auch mitgemacht hat, ne? Ah, Mensch. Mensch, Mensch. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Wer wird noch in dieser Nekropole lauern? Und irgendwie sieht Ketusat ja auch noch nicht so aus, wie wir ihn eigentlich kennen, ne? Sein Hauptziel ist ja auch noch nicht erreicht. Insofern, mal gucken, was uns auf der letzten Seite erwartet, die auch wieder ein bisschen länger zu sein scheint, was ja erstmal ganz schön ist. Muss nur eben nochmal Tee eingießen, was trinken und dann widmen wir uns auch dieser schönen Seite. Nicht so als Boss normale Story, ja. Ja, klar, aber ich war jetzt an dem Begriff des Wiederkommens, ne? Habe ich mich halt so ein bisschen festgefressen. Ja, und dementsprechend ist natürlich die Form, die Art und Weise, die du jetzt nochmal klargestellt hast, immer eine sehr wichtige, ne, in dieser Hinsicht. Sonst kommt bestimmt auch ruckzuck
Kommt dann Archimon wieder, ne? Wie sieht's mit den Plänen rund um die Geschichten aus der Community aus? Sehr, sehr schlecht, weil das ja ein ganz eigenes Kanalkonzept mit logischerweise eigenem Kanal und Co. wäre und dafür Zeit zu finden, gerade jetzt mit dem ganzen Alpha, Beta, sonst was Kram. Ja, das ist etwas, auf das ich Lust habe und das hat ja in diesem Rahmen auch schon mit der Hörbuchkooperation mit Heimat Hart zu einem gewissen Ausmaß sehr funktioniert. Allerdings haben mich diese Tage der Produktion meiner eigenen Uploads, dann 2, 3 Hörbücher, dann der eigene Cut von all dem, dann der Stream und sonstige Nachbearbeitungen so sehr geschlaucht, dass ich vermutlich nach 2 Wochen einfach aus dem Fenster springen würde und keine Stimme mehr hätte. Darum muss ich da, durch welche Gründe auch immer, erstmal eine Lücke auftun und dann kann man schauen, wie man damit weitermacht oder auch nicht. Deswegen war das so eine Idee in dieser Richtung, die sicherlich irgendwann Fuß fasst, aber ihr wisst ja, wie lange es bei mir auch dauern kann, bis so eine Idee dann letztendlich auch greift, ne? Wir werden noch einmal hüpfen, genau, und dann sehen wir, zack, mit Licht hier heute, sehr schön, auch wie es weitergeht in unserer Story. Also ist nicht ganz vom Tisch dieses Thema, haben sich auch schon einige gemeldet, aber ist auch nichts, worauf ich aktuell viel Wert legen kann. Und wenn ich ein neues Projekt anfange, neben Podcast, anders, den ganzen Let's Plays, Daily Streams und Co., dann möchte ich da auch gerne Zeit und Herzblut für haben und ansonsten lohnt sich das in meinen Augen erstmal nicht weiter. Manetsu, 3 Monate, Dankeschön, viel Liebe und viele Döner. Geil, das ist auch oftmals dasselbe, das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, Seite 3, liebe Leute, der Abschluss. Kel'Thuzad und Anubarak, unser letzter Stand, beide unterwegs. Inax Ramas, Musik und Abfahrt. Der zweite Flügel übertraf Kel'Thuzads kühnste Erwartungen. Er war voll von magischen Artefakten, Laboreinrichtungen und anderem Zubehör, gegenüber welchen sein eigenes altes Laboratorium verblasste. Riesige Räume waren dort, die ganze Heerscharen von Hilfskräften beherbergen konnten. Er sah untote Monster, die auf äußerst clevere Weise aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt und wiederbelebt worden waren. Und sogar einige untote Humanoide, die aus Körperteilen verschiedener Menschen bestanden. Die Körper der untoten Menschen zeigten keine Wunden. Anscheinend hatten sie, im Gegensatz zu den Erubern, nicht gegen ihr Schicksal angekämpft. Der Nekromant musste sie sich von einem nahen Friedhof beschafft haben. Es war weise, zu versuchen, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kirin-Tor hätten sonst sicherlich sofort eingegriffen. Bedauerlicherweise erwies sich der dritte Flügel als weniger interessant. Anubarak zeigte ihm eine Rüstkammer und ein Areal für Kampftraining. Danach führte der Gruftlord ihn durch Kammern, die mit Hunderten, nein, Tausenden von verschlossenen Fässern und Kisten angefüllt waren. Wozu könnte Nax Ramas solche Mengen von Vorräten benötigen? Nun ja, der Pyramidenbau musste vermutlich für den Fall einer Belagerung vorbereitet sein. Dann erreichten er und Anubarak den letzten Flügel. Hier wuchsen in einem gartenähnlichen Gebiet gigantische Pilze, die giftige Dünste absonderten, von denen Kel'Thuzad schlecht wurde. Die Erde, auf der die Pilze wuchsen, schien verseucht zu sein. Als er näher trat, um sie zu inspizieren, trat er auf etwas, das unter seinen Sohlen zermatschte. Eine faustgroße Kreatur, die einer Made ähnelte. Er erzitterte und ging schnell weiter. Der nächste Raum enthielt einige kleine Kessel, die mit einer blubbernden, grünlichen Flüssigkeit gefüllt waren. Seine Neugier war trotz des abscheulichen Gestanks der Substanz geweckt. Und er trat einen Schritt näher, wurde allerdings von einer massiven Klaue am Weitergehen gehindert. Der Meister wünscht, dass er ihm lebendig dient. Eure Zeit ist noch nicht gekommen. Er hielt einen Moment den Atem an. Es hätte mich umgebracht? Es gibt viele, die sich weigern, dem Meister lebendig zu dienen. Die Flüssigkeit behebt dieses Problem. Kel'Thuzad verständnislosen Blick bemerkend, sagte der Gruftlord, kommt,
Ich werde es euch demonstrieren. Anubarak brachte ihn zu einer Zelle, in der zwei Gefangene waren. Dorfbewohner nach ihrer Kleidung zu urteilen. Der Mann hielt die Frau in seinen Armen. Sie war leichenblass und in Schweiß gebadet. Beide waren am Leben, obgleich die Frau ganz klar sehr krank war. Kel'Thuzad warf dem Gruftlord einen beunruhigenden Blick zu. Die verzweifelten, gläsernen Augen der Frau fanden Kel'Thuzad und leuchteten auf. »Gnade, mein Lord! Mein Ende steht kurz bevor und ich habe gesehen, was als nächstes geschehen wird. Ein Flammenblitz, das ist alles, worum ich euch bitte. Lasst mich in Frieden ruhen!« Sie hatte Angst davor, zu einer Sklavin des Nekromanten zu werden. Anubarak zufolge hatte sie keine Wahl. Kel'Thuzad wurde mulmig zumute und er wandte sich von ihr ab. Sie hatte schließlich ohnehin nicht mehr lange zu leben. Sie verließ die Umarmung des Mannes und umklammerte die Gitterstäbe. »Hab Gnade! Wenn ihr mir schon nicht helfen wollt, bringt wenigstens meinen Mann in Sicherheit!« Sie begann hoffnungsverloren zu weinen. »Sei still, Liebste«, flüsterte der Mann in ihr Ohr. »Ich werde dich nicht verlassen.« »Bringt sie zum Schweigen«, flüsterte Kel'Thuzad Anubarak scharf zu. »Ihre Geräusche verursachen euch Unbehagen?« Mit einer blitzschnellen Bewegung streckte Anubarak eine seiner Klauen durch die Gitterstäbe und stach der Frau genau ins Herz. Dann ließ der Gruftlord den Leichnam beiläufig auf den Boden der Zelle fallen. Ihr Mann heulte gequält auf. Sich seiner Erleichterung schuldig fühlend, begann Kel'Thuzad sich abzuwenden. Er starrte allerdings, als er sah, was als nächstes geschah. Ihr toter Körper wurde auf einmal von heftigen Krämpfen geschüttelt. Der männliche Gefangene starrte sie schockiert an und verstummte. Die Haut der toten Frau änderte ihre Farbe und nahm einen grau-grünlichen Farbton an. Die Krämpfe ließen langsam nach und sie stand unsicher auf. Sie rollte ihren Kopf von einer Seite zur anderen und erzitterte, als sie ihren Mann sah. »Wachen! Bringt diesen Mann hier heraus!« keuchte sie. Die Wachen bewegten sich nicht. Sie fuhr sich stöhnend mit den Fingern durch ihre wirren, braunen Haare und Kel'Thuzad konnte nun ihr Gesicht sehen. Die Adern unter ihrer Haut verdunkelten sich und ihre Augen nahmen einen wilden, irrsinnigen Ausdruck an. Ihr Mann fragte sie unsicher. »Liebste, bist du in Ordnung?« Ein bitteres Lachen entsprang ihrer Kehle und wurde zu einem Knorren, als er einen zögernden Schritt auf sie zuging. »Kommt keinen Schritt näher!« Der Mann ignorierte ihren Protest und näherte sich ihr, aber sie stieß ihn mit solcher Kraft zur Seite, dass er mit voller Wucht gegen die Gitterstäbe prallte und sie benommen herabrutschte. »Bleib zurück!« Ihre Stimme entwickelte sich immer mehr zu einem kehligen Fauchen. »Dir wehtun!« Sie schlang ihre Arme um sich und ging vorwärts, bis sie an die Gitterstäbe am anderen Ende der Zelle stieß. »Dir wehtun! Dir wehtun!« heulte sie, und etwas an der Art, wie sie es sagte, fing an, sich furchtbar falsch anzuhören. Nicht verstehend, was ihr vorging, beobachtete Kel'Thuzad, wie sie langsam und unbeholfen mit ihrer Hand das Loch in ihrer Brust abtastete. Sie fauchte, verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse und fing an, ihre Finger abzulecken. Dann sprang sie auf einmal blitzschnell auf ihren Mann zu, fletschte die Zähne, holte aus und... Der Mann schrie auf und Blut spritzte auf den Boden. Kel'Thuzad zuckte zusammen und schloss seine Augen. Aber es half nicht. Er konnte immer noch die furchtbaren Geräusche hören. Reißen, zerfetzen, schmatzen. Aber am schlimmsten war das leise Schluchzen, das unter all den anderen Geräuschen zu vernehmen war. Er realisierte voller Grauen, dass die Frau sich auf irgendeiner Ebene ihrer Taten bewusst war.
allerdings nicht mehr dagegen ankämpfen konnte. Von Übelkeit und Grauen ergriffen, teleportierte er sich aus Naxxramas heraus, wankte ein paar Schritte und übergab sich. Dann ergriff er etwas unbefleckten Schnee und schrubbte sich damit seine Hände und seinen Mund ab. Es fühlte sich an, als würden sie nie wieder sauber sein. Worauf hatte er sich da nur eingelassen? Seine verstreuten Gedanken nahmen nach und nach Form an. Der Nekromant war kein einfacher Gelehrter, der ein Interesse an dem allgemein als schwarze Magie verurteilten Bereich der Magie hatte. Und er plante auch nicht, sein Heim gegen eine Belagerung zu befestigen. Er produzierte große Mengen einer Flüssigkeit, die Menschen in Zombies verwandelte. Außerdem gab es in Naxxramas Unmengen von Vorräten, Waffen, Rüstungen, Trainingsanlagen. Dies waren keine Schutzmaßnahmen. Es waren Kriegsvorbereitungen. Ein plötzlicher Wind zog auf, begleitet von einem überirdischen Kreischen, und eine Gruppe kalter Gespenster nahm vor ihm Form an. Er hatte vor Jahren in der violetten Zitadelle über sie gelesen. Die vagen Beschreibungen in den Büchern dort hatten neben ihren unklaren, durchsichtigen Formen allerdings nicht die eiskalte Bosheit in ihren Augen erwähnt. Eines der Gespenster schwebte auf ihn zu und fragte: »Zweifel? Wie du sehen kannst, kann dein kleiner Trick dich nicht retten. Vor dem Meister gibt es kein Entkommen. Und selbst wenn, was könntest du schon ausrichten? Wohin könntest du fliehen? Und was noch wichtiger ist, wer würde dir schon Glauben schenken? Die Flucht oder der Kampf?« Diese beiden Möglichkeiten wären die heldenhafte Entscheidung gewesen. Heldenhaft, aber sinnlos. Sein Tod würde nichts ändern. Indem er sich einverstanden erklärte, der Lehrling des Nekromanten zu werden, konnte Kel'Thuzad vielleicht etwas Zeit schinden. Zeit, die er benutzen konnte, um seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Nachdem er genügend Training erhalten hatte, konnte er den Nekromanten vielleicht sogar übertreffen und auf eine günstige Gelegenheit warten, um... Er nickte den Gespenstern zu. »Nun gut, bringt mich zu ihm.« Die Gespenster teleportierten ihn in die Zitadelle zurück und eskortierten ihn durch eine Reihe von Hallen und Räumen, von denen Kel'Thuzad genau wusste, dass er sie sich nicht einprägen könnte. Dann betraten sie endlich eine riesige Höhle tief unter der Erde, deren feuchte Kälte seine Knochen gefrieren ließ. Im Zentrum der Höhle war eine schwindelerregend hohe Felsnadel, zu der mit Schnee bedeckte Stufen hinaufführten. Die Gespenster und er begannen den Aufstieg. Sein Herz pochte vor Aufregung und Schrecken. Er bemerkte, dass seine Schritte immer schwerer wurden und versuchte, sich mehr zu beeilen. Seine Entschlossenheit hielt allerdings nicht lange an. Es fühlte sich an, als würde er von einem Gewicht herabgezogen. Seine lange Reise durch Nordend musste ihn mehr erschöpft haben, als er angenommen hatte. Hoch über ihm, auf der Spitze der Felsnadel, konnte er einen großen Kristallbrocken ausmachen. Kein Schnee haftete auf ihm und er hatte einen leichten blauen Glanz. Der Nekromant aber war nirgendwo zu entdecken. Eines der Gespenster trieb ihn mit einem eiskalten Windhauch an. Er war wieder langsamer geworden. Gereizt zog er seinen Mantel enger zusammen und zwang sich dazu, die Stufen schneller zu erklimmen, obgleich es ihm immer schwerer fiel, zu atmen. Die Zeit verging und ein plötzlicher Graupelhagel brachte sein Bewusstsein wieder zurück. Er hatte, ohne sich dessen bewusst zu sein, in der Mitte der Stufen angehalten, um sich auf seinen Stab zu lehnen. Die Luft war verdorben und drohte ihn zu ersticken. Er rang nach Luft. Alles, was er herausbringen konnte, war: »Gebt mir einen Moment.« Eines der Gespenster hinter ihm sagte: »Wir können nicht ruhen. Warum solltest du also?« Grimmig setzte Kel'Thuzad den Aufstieg fort und zog unter der wachsenden Erschöpfung seine Schultern zusammen.
Unter großer Mühe hob er seinen Kopf an und sah, dass der schimmernde Kristall näher rückte. Auf diese Entfernung sah er wie ein gezackter Thron, aus auf dem er unscharf glaubte, eine Gestalt wahrnehmen zu können. Eine spürbare Aura, voller Bedrohung, ging von dem Thron aus. Eines der Gespenster streifte ihn und veranlasste ihn zu einem erschreckten Aufschrei. Echos seines Schreis hallten durch die Höhle. Er umklammerte seinen Fellmantel mit klammen, zitternden Händen. Sein Atem stockte in seiner Kehle und er verspürte das plötzliche Bedürfnis, umzukehren und davonzulaufen. »Wo ist der Meister?«, fragte er mit einer hohen, zittrigen Stimme. Keine Antwort. Stattdessen peitschte ihm ein weiterer Graupelhagel entgegen. Er stolperte und schaffte es gerade so nicht, völlig den Halt zu verlieren. Die Aura des Throns schien mit jedem Schritt schwerer auf ihm zu lasten, seinen Kopf zum Boden hinzudrücken, sein Rückgrat zu krümmen. Er konnte nur noch mit Mühe aufrecht gehen und fiel schon bald auf die Knie. Dann sprach der Nekromant zum ersten Mal direkt zu ihm, allerdings enthielt seine einst so vertraute Stimme nun keine Spur von Güte mehr. »Dies soll deine erste Lektion sein. Ich hege keine Sympathie für dein Volk. Ganz im Gegenteil. Es ist meine Absicht, diesen Planeten für immer von der menschlichen Rasse zu reinigen. Sei dir dessen gewiss, dass dies in meiner Macht steht.« Die unerbittlichen Gespenster gönnten ihm keine Rast. Bis aufs Äußerste gedemütigt ließ er seinen Stab zurück und kroch auf Händen und Füßen weiter. Die Bosheit des Nekromanten strahlte auf ihn herab und drückte ihn tiefer in den Schnee. Kel'Thuzar zitterte und wimmerte. Er hatte falsch gelegen. Furchtbar falsch. Was er fühlte, war keine Erschöpfung. Es war der pure Schrecken. »Die günstige Gelegenheit, auf die du hoffst, wird niemals kommen. Ich schlafe nicht. Und außerdem kann ich deine Gedanken so mühelos lesen wie ein Buch, wie du mittlerweile sicherlich festgestellt hast. Und du wirst mich niemals übertreffen können. Dein kümmerlicher Verstand wird niemals dazu in der Lage sein, mit den Mächten umzugehen, die mir zur Verfügung stehen.« Kel'Thuzars Roben waren zerrissen und seine Beinkleider boten keinen Schutz gegen die eiskalten, rauen Felsstufen. Seine Hände und Füße hinterließen blutige Spuren im Schnee hinter ihm, als er die letzten Stufen emporkroch. Der Thron strahlte eine eisige Kälte aus und war von Nebel umgeben. Ein Thron nicht aus Kristall, sondern aus Eis. Unsterblichkeit kann ein großer Segen sein. Sie kann auch Qualen bedeuten, wie du dir in deinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen könntest. Widersetze dich mir und ich werde dir zeigen, was ich über Schmerzen gelernt habe. Du wirst um deinen Tod betteln. Er konnte sich dem Thron nur bis auf ein paar Meter nähern, bis die von ihm ausgehende Aura unmenschlicher Macht und unerbitterlichen Hasses ihn niederdrückte. Eine unsichtbare Kraft presste sein Gesicht gegen den unnachgiebigen Fels. »Bitte«, wimmerte er. »Bitte«, mehr brachte er nicht heraus. Dann gab der Druck endlich nach und die Gespenster huschten hinfort. Aber er wusste, dass es keine gute Idee wäre, aufzustehen. Er bezweifelte ohnehin, dass er es könnte. Er konnte dem Drang nicht widerstehen, seinen Peiniger anzusehen. Eine Plattenrüstung schien sich eher inmitten des Throns zu befinden, als auf ihm zu sitzen. Zuerst dachte Kel'Thuzar, die Rüstung wäre einfach nur schwarz, aber bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass ihre Oberfläche das Licht überhaupt nicht reflektierte. Je länger er sie anstarrte, umso mehr schien sie alles Licht und alle Hoffnung zu verschlingen und nur Wahnsinn zurückzulassen. Der kunstvoll gefertigte und mit Stacheln besetzte Helm ähnelte einer Krone.
Er war mit einem einzelnen blauen Edelstein besetzt und strahlte dieselbe Leere aus wie der Rest der Rüstung. Einer der Panzerhandschuhe umschloss ein massives Schwert, in dessen Klinge Runen eingeätzt waren. Hier gab es große Macht und unendliche Verzweiflung. Als mein Leutnant werden sich dir Macht und magische Kräfte erschließen, die du dir nicht einmal in deinen kühnsten Träumen ausmalen kannst. Als Gegenleistung wirst du mir auf ewig dienen, lebendig oder tot. Solltest du es wagen, mich zu hintergehen, werde ich dich in einen meiner geistlosen, untoten Sklaven verwandeln. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Diesem spektralen Wesen zu dienen, Kel'Thuzad sah es als einen Lichtkönig an, würde ihm zweifellos große Macht verschaffen und ihn bis in alle Ewigkeit verdammen. Aber diese Einsicht kam zu spät, viel zu spät. Er konnte seiner Verdammnis nicht entkommen, denn der Tod würde ihm keine Erlösung bringen. »Ich bin euer ergebener Diener, ich schwöre es«, sagte er mit rauer Stimme. Daraufhin schickte der Lichtkönig ihm eine Vision von Naxxramas. Er konnte in schwarze Roben gehüllte Figuren sehen, die in einem weiten Kreis draußen auf dem Gletscher standen. Ihre sichtbar von schwarzer Magie umgebenen Arme hoben und senkten sich im Rhythmus eines dröhnenden Gesanges, den Kel'Thuzad nicht zu verstehen fähig war. Die Erde unter ihren Füßen bebte, heftige Stöße, doch sie erhielten den Gesang aufrecht. »Du wirst in die Welt hinausziehen und allen von meiner Macht verkünden. Du sollst mein Botschafter unter den Lebenden sein und wirst eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammenstellen, die meine Pläne vorantreiben werden. Durch Illusion, Überredungskunst, Seuche und Waffengewalt wirst du dafür sorgen, dass ich Azeroth mit eisernem Griff in meine Gewalt bringe.« Zu Kel'Thuzads großem Erstaunen fing das Eis auf einmal an, sich zu verschieben und zu bersten. Dann brach die Spitze des Pyramidenbaus durch den gefrorenen Boden. Der Pyramidenbau wurde quasi durch den Erdboden hindurch in die Höhe gezogen. Die in Roben gehüllten Figuren verdoppelten ihre Anstrengungen und der Pyramidenbau setzte seinen unmöglich scheinenden Aufstieg fort. Erd- und Eisbrocken wurden mit explosiver Kraft in alle Himmelsrichtungen davongeschleudert. Schon bald hatte sich das gesamte Bauwerk aus der Einbindung in den Erdboden befreit. Langsam aber sicher erhob sich Naxxramas in die Lüfte. »Und dies soll dein Gefährt sein.« Ende. Seite 3. Puh. Kel'Thuzad. Kel'Thuzad hat den Pakt mit dem Lichtking und auch seinen Naxxramas bekommen. Sehr, 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 sehr starke Verbildlichung von diesem Prozess des Aufstiegs, von diesem Prozess des Paktes. Echt wieder schön geschrieben und, wenn wir schon dabei sind, deutlich weniger Fehler als beim anderen. Ah, oh, das ist schön, dass wir hier eine Story haben, wo zum Beispiel Kel'Thuzad nicht einmal falsch geschrieben war. Das ist sehr angenehm auf jeden Fall. Sehr, sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall großartige Story, vor allem mit einigen Punkten, die auch mit Hinblick auf Shadowlands nochmal sehr interessant werden können. Also Kel'Thuzad, Anubarak und Co., die untoten Eliten an sich, die ja auch dort dann aufgrund einer stärkeren Bindung vielleicht so ein bisschen was mit, ich sag mal, diversen Aktionen zu tun haben oder vielleicht ein Easter Egg oder die sind vielleicht auch diesen Bewohnern da ein Begriff oder, ja, so gibt es da tausende Möglichkeiten, wie auch diese Story, ich sag mal, gedanklich bei uns allen reaktiviert werden kann, wenn wir denn dann in Shadowlands unterwegs sind und uns natürlich mit diesen Kollegen unter anderem auch auseinandersetzen werden dürfen. Tutenteen. Weiß einer, wer die Geister sein sollen? Also ich dachte jetzt an Banshees, aber gut, Geister, ich meine, sie sprachen auch von Augen, ne?
Demnach könnten es rein auf WoW bezogen jetzt eigentlich nicht unsere Standardgeister sein, die uns auch zum Beispiel im versunkenen Tempel verfolgen, ja, oder bei Sokrita in der Höllenfeuerzitadelle dann beschworen werden, diese Standardgeister, ja. Muss ja irgendwas mit Augen sein. Also ich hatte direkt Banshees im Kopf, aber kann auch was anderes sein. Ich überlege nur gerade, ob wir noch irgendein großartiges Modell mit Augen haben, aber kann ja auch sein, dass die Geißelmenagerie natürlich dann in der, ich sag mal, Basis-Lore die ein oder andere Einheit am Start hat, die es dann nicht so oder so ähnlich auch ins Spiel geschafft hat. Ne? Den Rest da verbinde ich mit irgendwelchen Bildern aus Raids oder Instanzen, aber die Geister sagen mir gerade nichts. Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Da bin ich bei dir. Und ich wüsste ehrlich gesagt gerade nichts, was noch auf diese Beschreibung passen könnte. Könnten Geister aus Frostgram sein? Könnte auch sein, okay, ja, dass sie richtig so, ich sag mal, eine Seelenform eben bekommen haben, so ganz normal, wie auch Tirenas am Ende erscheinen, wenn wir Arthas umhauen. Auch das ist, ich sag mal, durchaus eine Möglichkeit, Weißbrot. Diese standardblauen Geister, die haben aber kein Gesicht, oder? Also genau die meine ich auch, diese Schemen. Aber er hat ja jetzt sehr explizit auch von den Augen gesprochen und das sind doch wirklich nur... Ach so, oder ihr meint diese schwarzen, diese rauchigen. Das könnte auch sein. Sehr, sehr gute Idee. Warum habe ich keinen Ton bei dir, du? Das kann ich dir schlecht beantworten. Ne? Hörst mich ja nicht. Lul. Das könnte noch gut sein. Das ist eine gute Idee. Wenn ich Banshees, dann vermute ich diese Schemen, diese ganz klassischen, rauchigen Kollegen, die auch richtig Hände haben, aber keine Beine. Ne? Das könnte noch eine gute Idee sein. Ja, da habt ihr, glaube ich, einen... sehr, sehr guten Punkt. Zum Thema Kel'Thuzad Nax Rahmas habe ich morgen im Beta-Stream was zu sagen. Kann ich jetzt nicht raushauen, da Spoiler, das ist sehr, sehr schön, dass du dich diesbezüglich zurückhältst. Sie heißen sogar Auge von Nax Rahmas. Ah, ja, ja, die, das merkt man heute beim Solo-Farm natürlich nicht mehr, aber diese Schemen, die rumhuschen und wenn man die nicht sofort umhaut, dann beschwören die auch noch Gargoyles und so, ne? Ah, diese Viecher, das ist ein guter Punkt. Es gibt halt Schemen, diese schwarzen, aber waren die hier nicht weiß oder habe ich mich da verhört? Warte, ich kann ja gerade nochmal gucken, wir spulen mal kurz zurück zu der Stelle. Dazu machen wir ja diese Nachbesprechung und nehmen uns da auch gerne die Zeit. Er zitterte schnell weiter, diese Geschichte mit dem Mann und der Frau, auch richtig, richtig krass inszeniert und er musste sich das einfach geben und Anubarak stand daneben, dachte sich, ja, normaler Montag, so, gib mal noch einen Spinnensmoothie oder so, schön Cocktail, aller beste Leben und dann snacken wir das mal. Kriegsvorbereitungen, das war glaube ich schon zu weit, bleib zurück, dir wehtun, genau, dann war das mit dem Blut, verstreute Gedanken, hier ist das mit den Gespenstern. Ein plötzlicher Wind zog auf, eine Gruppe kalter, es ist nur die Formulierung, eine Gruppe kalter Gespenster nahm Form an, er hatte von denen aber schon gelesen. Vage Beschreibungen aus den Büchern in der violetten Zitadelle hatten dort aber nur ihre durchsichtigen Formen erwähnt, nicht die eiskalte Bosheit in ihren Augen. Also eiskalte Geister, sehr gut, bei eiskalt denkt man schon eher an, ja, sowas, was Eisfarbenes, ne, weiß, spektral, so wie diese Schemen, diese klassischen, aber ich glaube mit diesen, Schatten sind auch kalt, ja, durchaus. Gibt's auch heiße Gespenster? Da müssen wir nach 10 dann nochmal drüber reden. Und ja, dementsprechend denke ich, können wir uns da auf die Schemen durchaus einigen, möchte ich fast meinen. Sorry. Dann sind es die Schemen. Ja, da würde ich euch auch durchaus recht geben, denen, die das gerade nochmal geschrieben haben. Ja, die Szene mit der Mann, mit dem Mann und der Frau in Nax Rahmas wird nicht gegendert, so sieht es nämlich aus. Die fand ich auch super interessant, da sie ja auch nochmal bewiesen hat, dass selbst wenn man durch diesen Prozess des Untotwerdens umgewandelt wird, dass man dennoch so ein Stück seines Willens behält, aber gegen den aufgezwungenen Willen, gegen diese große Dunkelheit nicht sehr lang standhalten kann und diese Frau ja sogar ihren Liebsten zerrissen hat und gefressen hat oder wie auch immer, Kannibalismus, Volksfähigkeit, finde ich ganz interessant, wirft ja auch Fragen auf, wie ist dieser Funken Persönlichkeit immer da? Wird er mit der Zeit einfach ausgelöscht? Ja, ist dieser Prozess bis zum hirnlosen Diener vielleicht gar nicht umkehrbar? Und auch da gibt es ja eine großartige Quest im Gasthaus von Brill, wenn ich mich nicht irre, im untoten Startgebiet. Ganz, ganz klassisch. Die ist sogar so bekannt, dass sie Teil einer Comicreihe ist, in der Warcraft Legends Comicreihe, wo wir ja diese Kürbisse sammeln.
und diese Kürbisse dann mit Seuche füllen und diese dann an die Gefangenen der Allianz verfüttern und gucken, wie sie dann langsam ihren Verstand verlieren und die Haut verätzt und so weiter und so fort. Heiße Gespenster nur, wenn sie Fuß zeigen, das ist absolut richtig, ja. Total. Es gibt die Geschichte auch als Machinima, heißt Warcraft Cinematic Rise of Kel'Thuzad auf YouTube. Da kann man sich das also auch nochmal als Bewegtbildproduktion, ja, nicht Position, sondern Produktion ansehen. Dankeschön für diesen Hinweis. Vielleicht sind es nie hirnlose Diener, sondern nehmen einfach so hin und denken, es macht keinen Sinn, sich dagegen zu sträuben. Das ist halt ein unglaublich schlimmes Schicksal, oder? Sich da mal reinzudenken? Sich das mal vorzustellen, ich hoffe alle, die schlafen wollten, schlafen jetzt schon, ansonsten werden das jetzt diese anderen Träume höchstwahrscheinlich werden. Aber das ist wirklich ganz, ganz bestialisch, möchte ich es einfach mal nennen, ganz, ganz schlimm. Und der Lichtkönig sagte ja, er kann so ein bisschen drüber walten, also er kann bewusst dieses Leid provozieren, er kann aber auf der anderen Seite auch, wenn jemand so partout nicht dienen will oder zu stark ist, kann er auch mit den Fingern schnippen, ne, zack. Und dann bist du ein ganz normaler hirnloser Diener, ja, oder irgendein Ghoul, irgendein Spuk oder was auch immer, die würde ich jetzt nicht als denkendste der Wesenheiten einordnen. Kommt auf den Blickwinkel drauf an. Ja, absolut auch, absolut. Da hatten wir auch verschiedene Positionen in dieser Geschichte, die man beziehen konnte, um einen anderen Blick auf, nicht zuletzt natürlich auch Kel'Thuzad entsprechend zu erhaschen, ja. Absolut, das stimmt wohl. Naira, habe ich dir schon gedankt? Ich bin mir gar nicht sicher, bei meiner Liste ja alles ein bisschen verschoben irgendwie. Dankeschön für 21 Monate. Und Johnny, let's go mit T-Forken 3 auf Nacken von Kel'Thuzad. 10 Monate, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Es gab ja auch diesen uralten Naxxramas-Patch-Trailer, wo er auch erst im Eis und Schnee rumläuft, dann durch Nax etc. Ich glaube, einiges davon wurde auch von diesem Kollegen, der die alten Trailer nochmal aufhübscht, in Angriff genommen. Also ja, gibt es schöne Sachen, auf jeden Fall. Schöne, schöne Sachen. YoCraft, bin die Woche krank geschrieben, spiele seit Montag fast jeden Tag an Taurus und grab mal von Norm bis Mythisch, Alter. Und dann bist du noch nicht verrückt geworden, könnte jedes Mal ein Buch drüber schreiben. Das glaube ich sehr gern. Kel'Thuzad hatte ja die Wahl bekommen, dienen mit Bewusstsein oder dienen als Hirnloser. Ist auch eine ganz interessante Sache, ne? Sich selber komplett aufzugeben, wobei er hier jetzt an den Punkt kam, den ich ja im Vorfeld eigentlich, hops genommen habe oder wo ich gesagt habe, Kel'Thuzad wird nicht versuchen, die anderen zu retten oder sich selber oder so. Der will Macht, der will endloses Leben, die Nekromantie, bam, bam, bam. Aber hier jetzt also direkt mit dieser, ja, uneinschätzbaren, unbesiegbaren Macht konfrontiert war, da hat er dann noch gesagt, ey, irgendwie nicht so cool und vielleicht kann ich ja so ein bisschen versuchen, das zu rechtfertigen, ja, wenn ich bei ihm gelernt habe, ihn besiegen und alles besser machen und ach und irgendwie schon dann nochmal so ein kleiner Bruch in der eigentlich sehr stabilen Persönlichkeit, aber ja, auch den stabilsten Mann, die stabilste Frau, den stabilsten whatever, Hunter-Begleiter, das kann sicherlich gebrochen werden, wenn man direkt mit solchen Mächten hantieren soll, ja. Oh, oh, oh. Beim Cinematic sieht man auch die angesprochenen Geister. Das sind so schwarze Schemen mit Gesicht und Körper. Okay, ohne Beine. Ja gut, das sind dann mehr oder weniger die Körper. Hat mich kurz irritiert, aber sicherlich so schemenhaft dann eben dargestellt, ja. Interessante Nummer auf jeden Fall. Der Kollege, der an den alten Trailern arbeitet und aufhübscht, der hätte an Reforged arbeiten sollen. Gnolde verteilt noch die Shots am Ende. Ach, Mann. Ach man, Tank Engine, dankeschön für 2 Monate, Kussi geht raus, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt hat der ein oder andere vielleicht auch Motivation, unbesiegbar zu farmen, nochmal nach Xramas zu gehen, sich das anzusehen, zu gucken, ob er diese Kissen, diese Kriegsvorräte, diese Spuren von Kel und Anub entsprechend nachverfolgen kann. Das habe ich mal ganz gern gemacht. Als ich angefangen habe mit der Lore, angefangen habe mit den ersten Büchern, bin ich dann immer so die Wege abgegangen, ne, die da beschrieben wurden im Eschental oder dann nochmal nach Xramas gucken, auf Dialoge achten, auf das hören, was Kel'Thuzad da so sagt, ist ja auch ganz interessant, ne? Nach seinem Fall oder Aufstieg, je nachdem, wie das nochmal aussieht, ja. Schon krass. Fantasy, auch dir vielen, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Wegen Shadowlands aktuell gibt's bei Varine Essenz von Tod und Leben, soll das ein Hinweis sein. Die gibt's, glaube ich, bei allen, oder? Tod und Leben, war das PvP-Ding, hat, glaube ich, weniger mit Shadowlands zu tun. Aber ja, wo Tod ist, na, da kann man erstmal immer
munter Mutmaß. Ach, Anima, das ist, glaube ich, die Tank M Plus Essenz, ne? Anima, natürlich ein sehr interessanter Begriff, haben wir gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, aber an sich haben, glaube ich, die Essenzen relativ wenig zum einen mit den vergebenen Namen zu tun, ne? Das kommt ja meistens dann eher von der Herkunft, jetzt gerade Richtung Ewiger Palast oder PvP oder was auch immer. Und mit Shadowlands generell dann auch weniger im Detail, aber ja, interessanter Ansatz. Das Stichwort heißt Weitblick, war doch dasselbe wie mit Gul'dan aus Draenor und Kil'jaeden. Gul'dan wollte ja auch Macht haben und keinem dienen, aber am Ende ist er zur Einsicht gekommen, hat große Macht erhalten, musste aber dienen. Ja, das war der Deal, den er dann mehr oder weniger eingehen musste, ja. Und wo die Charaktere dann nochmal ganz unterschiedlich und interessant auch beleuchtet werden können, gerade mit Hinblick auf diese vermeintliche Standfestigkeit, ja, Standhaftigkeit, Stehvermögen, Lul, all solche Begriffe. Danjik, hallöchen, bin ATM auf der Road zu 350, gestern endlich den Timeloss bekommen, geht's steady auf jeden Fall. Unbesiegbar Farm, hör mir auf, hab schon fast 300 Tries in ICC, ja, und da können einige vom Doppelt- und Dreifachen noch ein Lied singen, deswegen drücke ich allen fleißigen Farmern die Daumen, dass sie da nicht zeitnah mitsingen müssen, wie unsere illustren Kultisten, ne, die Naxxramas nach oben heben. Und das Spiel Animal Crossing deutet das auf Shadowlands hin. Das ist so dieser andere interessante Gedanke. Ja, apropos Essenzen und Co. Ach man. Laut Datenbank heißen die Schemen Schemen von Naxxramas oder Wachsamer Schrecken. Dankeschön für diese Recherche nochmal. Genau, das sind die, die wir meinen, wenn man früher da reingerannt ist in diese Kollegen, hat die nicht schnell genug umgeboxt, ja, wie auch diese Augen und Co., dann haben die Portale geöffnet und zusätzliche Wachen gerufen. Ja, wie diese Alarmbots in Gnomeregan und so. Ganz interessant. Bei Sauerfangs Sohn hatte ich Star Wars Vibes. Da kam es mir so vor, als ob er das wollte, da für ihn diese Kraft des Lichtkings das Mächtigste dieser Welt ist und er eben davon profitieren wollte. Ja gut, man ist dann so von dieser Macht erfüllt und im Rausch, ja, dass man vielleicht auch gar keinen Gedanken fassen kann. Und das haben wir bei der Frau ja auch ganz gut in dieser Form gemerkt, ja, dass sie von irgendeiner Stimme, einer Macht eben erdrückt wurde, genötigt wurde. Und das Einzige, was von ihr an sich übrig war, was ich noch weigern konnte, das waren dann diese Schluchzen, ja, dass sie das miterleben musste, dass sie das anscheinend auch irgendwie verarbeiten konnte, nicht völlig geistlos war. Und das ist ja so ein Rausch, vergleichbar, wer schon mal richtig so einen Adrenalinkick hatte, ne, da bist du ja auch der König der Welt und das dann in 80-facher Potenz. Weiß ich nicht, ob da auch jeder von uns dann einfach sagen könnte, nö, mach ich nicht, Lichtking, ciao. Ciao, die Schemen sind, glaube ich, sogar in Stratholm zu finden. Stimmt, da haben wir die auch, genau, Augen von Naxxramas, beziehungsweise dann diese Schemen in dieser Form auch in Stratholm, ja, genau, die dann auch diese Gargoyles oder was auch immer rufen, wie es so ist. Freunde, das war diese Geschichte. Das war dieser schöne Strang heute mit den Toren von Ankiraj und der dezimierten Nachtelfenarmee, die sich mit einem Gemeinschaftsbund aus Allianz- und Hordenvölkern, wie wir sie heute kennen, gegen die Kiraj-Armeen stellte, die Tore verschloss und unter vielen Verlusten letztendlich auch das Zepter kreieren konnte, was gerade in Classic wieder sehr wichtig wurde. Diese Story hatten wir heute und dann den Weg der Verdammnis, Kel'Thuzad und Gastauftritte von Kel'Thas und Jaina, Antonidas, Anubarak und Co. Und ja, dem wahren Weg kann man eigentlich nicht besser sagen. Also dieser Titel ist in meinen Augen perfekt gewählt, der Weg der Verdammnis. Und Naxxramas sehen wir hier im Hintergrund hinter unseren illustren Leuten, die sich versammelt haben. Da sehen wir es ja schweben mit all diesen schönen Vierteln, liebe Freunde. Das war dieser Lesestream mit zwei schönen Geschichten. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich echt zugeben muss, so blöd, wie es vielleicht für den einen oder anderen klingt, aber das ist gerade mit der aktuellen Hitze auch mega anstrengend ist, da den eigenen Gedanken so vorausschauend zu folgen und nicht alle 3 Sekunden so irgendwie den Satz nochmal zu lesen. War auch für mich auf jeden Fall mal so ein Test zu gucken, wie lang kann man eigentlich lesen, bevor man sich selber auf den Weg der Verdammnis bringt, wenn ihr wisst, was ich meine. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall auch wieder gefallen. Wer das verpasst hat, die Streams kann man alle von Mass Effect über Retail, Beta, Lese, Stream kann man in der Videosektion auf Twitch einen Monat lang nachholen. Ansonsten kommen die natürlich auch mit solider Verzögerung früher oder später gecuttet, wie auch nicht gecuttet auf YouTube. Es war mir auf jeden Fall ein wahres Fest für euch heute ein bisschen lesen zu können und mit euch das ein oder andere Detail nochmal besprechen zu können, gerade mit Hinblick auf Shadowlands, auf Teldrassil und Co. In diesem Sinne werden wir in der nächsten Woche anfangen mit Mass Effect 3
Und dann schauen wir wieder, wie wir das alles so einstreuen. Ich habe euch auch gehört, heute inkarniert durch den guten Snooper, dass durchaus auch Interesse an diesen Lesungen in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Thematik besteht. Das habe ich auch nach wie vor im Hinterkopf, aber wie es so ist, ne, irgendwann ist dann so eine Grenze erreicht von Dingen, die man gleichzeitig tun kann. Und wenn wir angegebener Stelle irgendwo reduzieren, dann können wir da auch in dieser Hinsicht wieder neu aufbauen in dieser vorhandenen Lücke. Nur die muss erstmal entstehen. Und wenn es soweit ist, dann sind wir da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt gesund und bis morgen, wenn ihr wollt. Wenn ihr neu dabei seid, wir streamen jeden Tag ca. 16 Uhr. Updates dazu immer auf Twitter und oder im Streamtitel bzw. Zeitplan hier auf Twitch. Und auf YouTube gibt es jeden Tag um 0 Uhr zwei neue Videos, auch in der Regel mit WoW-Bezug. Bleibt gesund, macht es gut. Dankeschön und hoppala, zu früh und tschüss. Zu früh auf den Mute-Knopf gekommen. Mies.